Hallo und wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade guckt und wie spät es ist. Wir haben hier erstmal unseren Dienstoffizier hier. Will nur noch einsammeln. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Star Trek Online. Wir sind hier immer noch bei den Krennen in der Zeitblase und müssen helfen, diese Zeitblase zu stabilisieren. Uns überrennen uns hier die Herolde, die hier zuhauf herumrennen. Und das machen wir natürlich auch direkt weiter. Und ja. We had a contained space like the technology was originally designed for, this wouldn't be a problem. But we keep pushing the boundaries of what these flow modulators will do. I'm rerouting the power to take stress off the damaged couplings. But first, we need to get this capacitor aligned and ready for the transfer. Okay. Und den Sator anpassen. Bin jetzt mal gespannt. Okay, now it's starting to look like something. Das war's schon? Okay, das war's schon. Okay, dann gehen wir jetzt zur Nummer 3. Ja, schön, dass wir Tandem so helfen und die uns auch beschützen. Und ja, vielleicht helfen wir uns nachher auch gegen die Ikonianer. Das wäre natürlich ein Traum, wäre das. Ich hoffe, die Blase hält. Nicht, dass hier die ganzen Herolde herumrennen. Das wäre ganz schön fatal für uns und alle. The temporal compensators are out of alignment. They help keep us at a stable point in the timeline. If they fail completely, we could end up lost in time. Grab a hyperspanner. We need to get this fixed before the drift coefficient moves out of the safe zone. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Beginnen Sie mit den Reparaturen. Temporallade-Kompensatoren sind nicht ausgerichtet und können die Temporallade-Synchronisationsmatrix vor unterbrechen. Aha. Okay. Puffer unterbrechen. Puffer wieder verbinden. Okay. Good. I'll put the next location on your tricorder. Mit Krennemann-Anführer sprechen. Gefährlicher als eine Frage. Wir haben bald wieder einen Spezialisierungspunkt voll. Das ist doch schon mal schön. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Die können doch nicht einfach hier so auftauchen. Das ist für einen alten Mann wie mich schon fast tödlich hier, wenn ich mich hier erschrecke. Boah. Boah, ey. Nee. You've shown you're willing to help. Now perhaps we can come to a mutually beneficial arrangement. Wie? We have Anorax's plans, but not the... Interesting. The Heralds are opening a gateway. Was? The repairs should be enough. I beg mercy, Great One. It appears they used a cloaking device and escaped. You are forgiven. Make preparations to depart. As you command. Verschwinden Sie jetzt? Oh. An interesting development. These sentients have proven to be resourceful. Already they have forged our plan to bring in the Solanae fleet. Worms. Their struggles are meaningless. And yet they injured even you, Ticket. I advise caution. They are more dangerous than they appear. We should end our
Okay. Das klingt nicht gut. They couldn't see us? There were Iconians right in front of us and nothing. They had no idea we were here. We were completely safe. Sie haben recht. Dies könnte genau das sein, was wir brauchen. Jetzt verschwinden sie alle. Oh, super. Kenim sind gerettet. The only protection left to my people is our ability to manipulate time. But it is something we must do with great care. Even the most innocuous of changes can ripple through reality in unexpected ways. Sie sprechen über fortgeschrittene temporale Theorien. My people and I have made Anorax's theories of temporal manipulation our lives work. In at least one temporal variant, his ship made the Krenim Imperium the undisputed masters of this region of space. If only we could recreate that vessel. Welches Schiff? Anorax designed a ship, a wondrous vessel that could manipulate the time streams and erase elements in an attempt to bring about a desired result. Our records show that he even attempted to use this vessel to restore the Krenim's fortunes, but he was defeated by an unknown alliance. Afterward, the Krenim Imperium declined, as perhaps was its fate all along. We were diminished, but content to let time progress as it would. Until the Vardwar. Die Vardwar haben alle Krenim-Kolonien in diesem Gebiet zerstört. The first Krenim worlds to fall managed to warn the others. When the Vardwar came, we hid ourselves in the time stream. It was the only way we survived. Before the Vardwar arrived, we were working on a relic. It was a replica of Anorax's time ship. With it, we could have gone back and eliminated the Vardwar threat before it even began. Warum haben sie das nicht getan? The Vardwar's assault on the Imperium took too much from us. Now we possess Anorax's work, but not the means to bring it to life. You have seen what our technology can do. We have the designs. You have the manpower and the materials. Perhaps your governments would be interested in mutual cooperation. Allow us a chance to undo what the Vardwar did. And we will give you something that will erase your enemies from time itself. Ein großzügiges Angebot. Eines, das wir sorgfältig prüfen sollten. Wollen Sie wirklich alles für alles, was Ihnen bleibt, für eine Chance auf Erfolg riskieren? There's more here than what you've seen. You've hidden the entire planet? We removed ourselves from the time stream to stay alive. With your help, we can change everything. You hid an entire planet, but you can't build this time ship on your own? We have the plans. Our resources are almost gone. We have shipyards, workers, and all the materials you could need. Precisely. We revealed ourselves to you as a gesture of good faith. What will you do in return? Wir müssen damit zurück zur Allianz. The Iconians and the Heralds are gone. It's safe to resync with our time and contact our ship. But this is huge. A whole Krenim colony that survived the Vardwar? One that has temporal technology that even the Iconians can't counter? A weaponized time ship that can erase entire civilizations like they never existed? This could change the entire war. We could have a chance now. Ahnungslos, wir sind bereit zum Beamen. Sir, ist das... Was ist geschehen? Wir haben nach ihren Lebenszeichen gescannt, doch sie sind einfach verschwunden. Wir haben uns im Trümmerfeld versteckt, um den Schiffen der Herolden auszuweichen. Und dann... Sir, das werden sie mir nicht annehmen. Hier ist ein Planet aufgetaucht. Ein ganzer Planet. Haben sie dort unten etwas gefunden? Etwas, das einen ganzen Planeten verbergen könnte? Ich bin begierig, darauf zu hören, was vorgefallen ist, Captain. Und wir sind froh, dass sie wieder bei uns haben. Wir haben die Krenim gefunden. Ich werde es erklären, sobald wir wieder zurück an Bord sind. Yay! Wir haben was erreicht. Wir haben was erreicht. Jetzt kriegen die Ikone in den A. Popo. Jetzt bekommen die Ikone auf den Popo. Ah, sehr schön.
Cool, jetzt können wir hier erstmal rufen. Temporal mechanics is not a complication we need, but this weapon they are proposing sounds intriguing. You and Captain Nog were correct in thinking the Alliance would be interested in investigating such a thing. Personally, I approve of anything the Iconians might fear. Kapla! Yay! Haben wir hier Chronospaltgewehr. Ich glaube, wir brauchen den mal. Unitonstoß. Auf verbündete Gegner, Laufgeschwindigkeit. Den brauchen wir mal. Reduziert Phaserschaden und Schutzschild. Möglichkeit, Energieschaden zu über. Okay. Report to the Kiana system. Our partnership with the Crinum is starting to bear fruit, but the project may take more time to complete than we have left. We must consider any plan that ensures our survival. Okay, ja. Spieler unter Level 50 können direkt zum Kiana-System reisen, indem sie das. Okay. Instabile Warpblase absondern. Lehrbuch. Okay. Veteran des Ikonischen Kriegs. Cool. Anti-Chroniton-Tetrion-Automatikgewehr. Coole Sache. Paket mit Reaktivierungs. Boah. Subraum-Trans-Universal-Kit. Und Kit können wir nicht benutzen. Verstärkungsparke. Okay. Das ist gut. Vorbrennkammer ist gut. Okay, aber haben wir da denn jetzt. Ach, Schmetterling. Jetzt zerbrochene Zirkel. Okay. Gut, immer müssen wir jetzt hier mal durchgucken. So. Ach so, ich bin schon da. Ha! Das passt ja. Okay. Nehmen wir jetzt mal. So. Nee. Ausschlachten. Okay. Waffen. Ah, ausschlachten. Das schlacht mir auch mal aus. Oh man, den hier. Okay, wir können hier nochmal. Oh, wir haben keine Schildbatterien mehr, aber wir haben noch Antriebsbatterien, das ist gut. Den hier können wir verwenden. Somog. Händler. Können wir hier noch einmal schnell Offiziere gucken? Haben wir den hier nach stabilen? Machen wir. Das können wir nicht. Warum nicht? Eine Karte, achso, uns fehlt was. Das machen wir. Nee, will ich nicht. Intel können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Und den können wir nochmal. Einmal schnell durchgehen. Denn wir werden. Da persönlich gleich noch. Das können wir nochmal machen. Wir werden gleich erstmal wieder unsere Folge beenden. Wenn ich hier jetzt noch ein bisschen durchgedüdelt habe, wir können nämlich auch hier noch mal kurz ein bisschen durchdüdeln. Haben wir noch irgendwas? Nein. Gut. Ich kenne doch unser Spezialisierungspunkt. Wo setzen wir den rein? Pilot oder Zeitagent? Pilot, glaube ich, würde ich machen, ne? Warnzone. Sie erhalten einen Schadensbonus für jeden Gegner, der sich im Umkreis von 2 Kilometern um ihr Schiff befindet. Dieser Schadensbonus ist immer stapelbar. Wirkt nicht auf Minengeschütztürme oder lenkbare Torpedos. Okay. Die andere Wange hinhalten. Wenn ihr Schiff auf einer Schildseite Schaden erleidet, dann wird die Schildhärte der gegenüberliegenden Schildseite vorübergehend gestärkt. Alle vier. Oh. Das ist gut. Das heißt, wenn wir brauchen uns dann nur drehen und dann kriegt die andere. Aha. Okay, wir kennen aber nochmal einen Zeitagenten hier. Zwangsläufigkeit. Sie hören die Wiederaufladegeschwindigkeit. Bestimmt Fertigkeiten. Bodenkampf wird die Wiederaufladegeschwindigkeit von Kit-Modulen erhöht. Im Raum. Kampf wird die von Brücken. Okay. Wir nehmen den, glaube ich, nochmal. Entropische Verstärkung. Das können wir nochmal mitnehmen hier. Zack. Haben wir hier schon mal 6 Punkte drin, oder? Wie ich das richtig, ja.
Und da kommen wir hin. 8 Pferdfunken. Oh je. So, Pilot, da haben wir aber auch schon ordentliches. Mal sagen. Bin schon gut vorbereitet. Ultimative Verstärkung. Ihr werdet mit jedem Treffer einen Stapel, okay. Mhm. Gut, ja, wir haben, glaube ich, erstmal jetzt alles. Na doch, guck mal, hier können wir nochmal. Wir haben hier da vorhin noch Projekt aussehen. Das haben wir dann noch fertig. Alles füllen. Ah, seht ihr, das hätten wir jetzt fast vergessen. Was können wir denn? Oh, das dauert nur 5 Sekunden. Oh ne, ich hab bestimmt gar nicht. Die Lekonia-Marken. Terraner haben wir aber noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Terraner-Marken, die können wir nochmal machen. 48 habe ich. 30, ja, alles füllen. Kriegen wir den auch noch hin? Ja, den kriegen wir auch noch hin. So, da haben wir Terraner und die Kunianer am Laufen. Mulaner. Auch nochmal machen. Universal Nullpunkt Energie. Okay, das sehe ich jetzt erst. Was? 500 Rohe Mulaner Magen. Ne, die habe ich nicht. Okay, ja, wir haben uns da jetzt, ja, ein bisschen verhaspelt. Gut, macht auch nichts. Wir gucken mal beim nächsten Mal noch mal ein bisschen weiter. Phoenix Preispacke. Du Chance. Achso, da können wir bestimmt noch wieder einen Schlüssel ran. Egal. Teambatterien gibt es auch. Gibt vieles. Naja, gut. Okay. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wiedersehen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Star Trek Online spielen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Die Kommentare sind natürlich auch gern gesehen. Und ja, ansonsten gibt es nichts zu sagen, außer macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.